Am 22. August 2021 entscheiden die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Basel mit einem Bürgerentscheid über die Frage, ob die Gemeinde den beschlossenen Neubau eines Bürgerhauses mit Verwaltungstrakt unterlassen soll oder nicht. Eine Informationsveranstaltung in der integrierten Gesamtschule bringt Interessenten auf den letzten Stand der Dinge. Gehandelt werden muss, da sind sich alle einig. Das Rathaus in Basel stammt aus den 1960er Jahren. Dort ist Handlungsbedarf, sowohl in funktionaler Hinsicht als auch in energetischer Hinsicht. Das Gebäude hat ein entsprechendes Alter, sodass man sagen muss, hier ist dringender Handlungsbedarf, um eine moderne Umgebung zu bieten, sowohl für die Menschen, die dort arbeiten, als auch für die Gäste, die unser Rathaus besuchen. Das sind zum einen Bürgerinnen und Bürger, aber auch Touristen, die die Gemeinde Basel aufsuchen. Wir haben ja alle erlebt, wie sich in den letzten Jahren, oder auch, man kann noch weiter zurückgehen, in den letzten Jahrzehnten die Anforderungen wandeln, zum Beispiel in Arbeitsplätze. Und wir können davon ausgehen, dass auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten es große Veränderungen geben wird. Digitalisierung, wir haben die Pandemie gehabt. Und das Gebäude soll so flexibel sein, dass es wirklich bestmöglich auch vorbereitet ist und reagieren kann auf wandelnde Anforderungen. Und deswegen haben wir in allen Bereichen großen Wert auf Flexibilität gelegt, was die Grundrissgestaltung angeht, was die Konstruktion angeht, was die Technik angeht, um bestmöglich eben, wie gesagt, reagieren zu können auf das, was in ein paar Jahren kommen kann, was wir jetzt noch nicht wissen. Stein des Anstoßes für den Bürgerentscheid ist das liebe Geld, sprich die Kosten für den Neubau. Deshalb sind jetzt alle Basler zur Abstimmung aufgerufen. Ein Freund, Dominik Laus und ich, wir haben uns erstmal grundsätzlich über das Thema unterhalten, haben festgestellt, dass auch die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, vollkommen empört waren, warum das auf einmal über 9 Millionen kosten soll, wenn es denn dabei bleibt, statt 4,2, die am Anfang angedacht waren. Und da wurden sehr viele kritische Stimmen laut. Und vor allen Dingen der eine Satz, der mich in Basel so stört, ist, ja, die machen sowieso, was sie wollen, da kann man ja gar nichts gegen tun. Und doch, man kann, nämlich durch ein Bürgerbegehren. Das hat der Gesetzgeber so vorgesehen und nichts anderes haben wir getan. Ich glaube, dass es damals darum ging, nicht ein konkretes Gebäude zu bepreisen mit diesen 4,6 Millionen, sondern die Ratsmitglieder wollten Eindruck davon haben und das ging nur auf Grundlage von Indexwerten. Was kostet ein Neubau, was kostet eine Sanierung bei dem vergleichbaren Raumbedarf, sodass man damals sagen konnte, wir sind bei der Sanierung bei 3,1 Millionen, wir sind bei dem Neubau bei 4,6 Millionen für den damaligen Raumbedarf. Und dann konnte man sagen, anhand dieses Verhältnisses und der positiven und negativen Argumente für jede Seite hat sich dann eine große Mehrheit für einen Neubau entschieden. Das Modell zeigt das geplante Bürgerhaus. Modern, zeitgemäß, genügend Platz für Mitarbeiter und Vereine, nachhaltig, seine Attribute. Nur eben nicht ganz billig. Wir brauchen für die Beschäftigten auf der Gemeinde vernünftige Arbeitsplätze. Und deswegen bin ich dafür, weil es muss alles mit der neuesten Technik ausgestattet sein. Ganz wichtig ist auch, dass die Räume für alle vorhanden sind, was im Moment ja nicht der Fall ist. Und ich finde das eigentlich ideal, dass man nach langer und reifiger Überlegung dazu gekommen ist, diesen Neubau zu machen, zu investieren und das vernünftig zu machen, dass es auch für die nächsten Jahre hält. Denn es nützt uns nichts, wenn wir jetzt aufhören und in 2 Jahren mit den Planungen wieder anfangen müssen. Also da bin ich komplett dagegen. Bei dem Bürgerentscheid geht es darum, um die bereits getroffene Entscheidung des Gemeinderates, nämlich, dass ein solches Bürgerhaus mit Verwaltungstrakt gebaut werden soll. Und die Fragestellung ist, soll dieser Neubau unterlassen werden? Denn es hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die möchte, dass bei einer so großen Entscheidung von dieser großen finanziellen Tragweite auch die Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden. Und das geht am 22. August dann vonstatten. Weitere Informationen zum Bürgerentscheid finden Sie im Internet unter basel.de/bürgerentscheid.